Um circa 5 Uhr sind wir losgefahren. Special Guest ist heute der Dario. Auf meinem Open. Schauen wir gerade nach Grünwald rüber, jetzt sind wir dann endlich aus München definitiv draußen. Ah, geil. Die Sonne geht langsam auf, es wird zumindest hell. Schön. First time on a bike. Das erste Mal jetzt wieder auf einer längeren Tour seit meiner Haxen-OP. Es wird zur Zeit. Aber ja, ist natürlich jetzt ein bisschen ein Ü-Ei hier. Keine Ahnung, wie lange ich das jetzt mache. Wegen fett sein, wegen unsportlich geworden sein, wegen nichts mehr gewohnt sein. Ich muss schnell schalten. Nichts mehr gewohnt sein. Kein Sitzfleisch mehr haben. Neue Schuhe habe ich, die ich noch nie hatte. Ich bin immer ein Depp, aber naja. Und der Dario ist tatsächlich auch seit Oktober nicht Fahrrad gefahren. Er ist ein junger Bursche. Da kann man sowas easy. Ja, genau. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich vor 3 Wochen angefangen habe, oder was war 4, mal wieder ein bisschen laufen zu gehen, mal wieder sich aufs Fahrrad zu setzen. Und ich bin einmal nach in die Arbeit gefahren, 8 Kilometer, das erste Mal, und hatte einen Muskelkater danach. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war völlig gelähmt. Ja, so habe ich mich jetzt versucht, ein bisschen ranzutasten. Fahre jetzt wieder immer mit dem Fahrrad natürlich, was schon was bringt. Genau, 8 Kilometer einfach bringen natürlich wenig, aber immerhin schon ein bisschen was. Ja, und dann bin ich jetzt noch einmal zu meiner Oma gefahren. Das waren 20 Kilometer einfach und einmal und dann halt wieder zurück. Also insgesamt beläuft sich meine Bilanz seit Oktober auf ungefähr 90 Kilometer und circa 25 Kilometer laufen. Ja, klasse. Läuft. So. Wir hätten nach Kleinding-Harting fahren müssen. Ja, genau. Und ich habe auch so ein bisschen gemerkt, und das ist natürlich der Tod eines jeden Freizeitsportlers, dass ich so ein bisschen es ist so gemütlich daheim und Sofa und so ein Zeug. Und da will ich ja gar nicht hin. Das ist nicht meins. Oder halt schon, weiß ich nicht. Es wurde so ein bisschen meins. Naja, auf jeden Fall, deshalb war klar, ich muss unbedingt eine Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, sobald sie sich bietet. Und das habe ich jetzt gemacht. Jetzt hat Dario gen Süden. Und schauen wir mal,
wie lange wir brauchen. Gewünscht wäre natürlich schon, dass wir es am Stück machen. Wenn nicht, ist egal. Wir haben insgesamt 6 Tage. Nächsten Freitag geht es mit dem Zug, den ich schon mal vorgebucht habe, wieder nach Hause. Also passt alles. Meist ist da schön. Diese wunderschöne Landschaft hier. Bayern ist schon auch was Nettes. Das ist gut. All right. Der Weg vom Silfenstein zum Aachensee ist wunderschön. Außer man vergisst auf den Radweg zu fahren und muss dann da oben entlang kurven. Das war ja auch klar. Wäre wohl doch besser gewesen, wieder auf der Straße zu fahren. Das regt mich auf sowas. So, da wären wir am Aachensee. Jetzt ist 10, um 5 Uhr sind wir losgefahren und läuft eigentlich echt gut, ein bisschen kalt. Jetzt haben wir uns gerade ein bisschen gestärkt mit einem Kaffee und einer Käsesemmel etc. Und ja, passt. Es ist ein bisschen kühl und bewölkt. Ein bisschen lockert es manchmal auf, aber die Sonne haben wir noch nicht gesehen. Das macht aber nichts, das passt schon. Es herrscht im Übrigen Nordföhn. Das bedeutet, dass sich auf dieser Seite der Alpen natürlich ein bisschen die Luft staut und auch die Wolken stauen. Es womöglich sogar mal regnen könnte. Und dann ab der anderen Seite vom Alpenhauptkamm dürften wir zum Teil sogar recht starken Rückenwind haben. Ist das nicht gut? Sind wir gut gelaunt? Oh ja! Er sagt ja.
Bike. Weg ist er. Naja. Ja, so ganz elegant schaut es bei ihm jetzt nicht aus. Wie er sich den Berg hochquält. Im kleinsten Gang. Nein, nein. Kette rechts. Kette rechts. Wir holen uns jetzt den Saubreißen davon, der uns gerade so saublöd überholt hat. Kein Wort gesagt, sich nur aufgeregt. Das ist mir auch das. Es ist soweit. Es ist blauer Himmel und wir haben einen leichten Rückenwind. Ist das nicht pervers? Könnte man sagen, dass das jetzt pervers ist? Ja, ich glaube. Ja, es geht, es geht. Wir haben Rückenwind im Inntal. Es ist ein absoluter Traum. Es ist so mega geil. Es ist... Ah. Und auch schon ein paar Bikepacker getroffen. Und einer, so 70 Jahre alt vielleicht. Ich hoffe, wenn du das jetzt siehst, dann tut es mir leid, wenn ich dein Alter falsch geschätzt habe. Sah es auf jeden Fall sehr sportlich aus. Und ein mega Radl. Und das finde ich immer so toll, wenn man sich nicht vom Alter einschränken lässt und einfach so was macht. Und er hatte ein mega, mega Radl, vorne die gleiche Tasche wie ich, nur in schwarz. Und den Rest auch schön mit Bikepacking-Taschen, alles gut mit so schönen Lampen und so beleuchtet. Also richtig, richtig gut. Jo, Gruß nochmal, Servus. Also 117 Kilometer sind es bisher. 17? Ja. War nicht schlecht. Und jetzt geht's hier ab. Hier geht die Luzi ab. Ab geht das Luzi. Boah, ist das geil mit dem Rücken. Boah, ist das nicht schön. Boah. Hört ihr was? Diesen lautlosen Leerlauf von mir. Ist nicht geil. Ja, also hab ich's mir vorgestellt. Freunde. Pures Glück. Das ist pures Glück. So lange auf diesem beschissenen Sofa gelegen. Und dass man dann wieder sowas machen kann, there is no limit. The limit is the sky. Naja, übertreiben wir mal nicht. The limit ist definitiv meine Ranzen und meine Oberschenkel. Und alles andere, mein Körper. Das Leben ist. Wunderbar. So richtig können wir es nicht fassen. Wir fahren gerade halt 40.
38,1, scheiße. Kurze Kamera, einfach so. Ohne super krasse Anstrengung. Es ist unfasslich. Hey, Mr. Gagelfing. Mein Gott, es könnte nicht besser sein, das Wetter. Es ist so schön. Und dieses Haus, dieser Grünwalder Hof. Auto! Schon süß dieses Material. Die ganzen alten Häuser. Wir stürmen diesen Brenner. Eine steife Brise im Rücken. Ich rieche förmlich die Vespas. Vielleicht sind es auch die anderen Autos, die ich hier rieche. Ich rieche auch Pistazieneis. Und was rieche ich noch? Vielleicht. Und natürlich rieche ich auch die alte Schwarztrommel da vorne. Gleich ist soweit. Genieß es, Mario. Genieß es. Bleib stehen. Ja. Oh. Haben wir es geschafft. Oh yes. Mein Güter. Ah. Hey! Ja, genau! Wuhu! Wir haben es geschafft. Ein gutes Gefühl. Es geht runter! Haben wir es überlebt? Ja. Ach herrje, heidenei, Herrgott, Margott. Ist das nicht pervers?
So, wir sind jetzt immer noch in Sterzing. Es ist 4:45. Wir sind um 5 gestartet, also ja, sind wir über 10 Stunden, nein, 12 Stunden unterwegs jetzt. Und ja. Und da wird jetzt in die Mittagspause. Die nehmen wir uns und dann schauen wir, wie wir dann weitermachen. Es wird vermutlich die Strecke werden Sterzing-Bozen und dann nach Meran. Es sind 125 Kilometer noch. Das Navi sagt so 5 Stunden, 500 Höhenmeter nach oben und 1000 irgendwie nach unten. Die andere Variante wäre gewesen, die Jaufenpass. Das wären noch 1200 nach oben, aber halt nur 3 Stunden und nur 60 Kilometer. Aber natürlich ist jeder einzelne Kilometer eine größere Qual. Und es ist so schön eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen will mit ihm, wenn er so ein bisschen kaputt ist. Genau, deshalb, wir haben jetzt Pizza gegessen und also so Snacks halt und Wurstzimmel und keine Ahnung was. Und kurzes Verdauungsschläfchen, 20 Minuten. Und dann geht's weiter. Schauen wir mal. So. Ist das Gerät eigentlich geil oder nicht? Oh ja. So, nach einem kurzen und etwas unzulänglichen Powernap von Dario, vielleicht, keine Ahnung, 12 Minuten und davon dreimal unterbrochen worden und einmal musste sich ein Pulli anziehen, fahren wir jetzt gegen Bozen und zwar momentan nicht auf dem Radweg, sondern auf der normalen Bundesstraße. Es ist nichts los. Später stoßen wir wieder auf den Radweg. Gerade am Anfang nach Sterzing ist der manchmal ein bisschen blöd. Genau. Wir geben gerade volle Kanne. Weil wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen. Es ist 5:45 und wir haben ja eigentlich gar keinen Stress. Wir können auch ankommen, wann wir wollen. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen Gas gibt, auch mit dem Rückenwind, der immer noch so ein bisschen da ist, dann glaube ich, freut man sich später drüber. Ja, so ist es. Eine sehr liebliche und zum Teil auch schroffe Landschaft hier, durch die wir gerade durchfahren. Es sind ungefähr mittig zwischen Brixen und Bozen. Und ja, schon sehr schön die ersten Weinberge. Aber da noch wenig. Vor allem Apfelhaine noch. Und ein perfekt ausgebauter Radweg. Wunderbar. Schaut ihn euch an. Ist das nicht köstlich? Ein Fuß. Ja. 30 Kilometer bis Bozen noch. Ist ja wunderbar. Ja, es ist wunderschön. Es wird irgendwie gleich wärmer, auch ums Herz rum. Alte Schnulze. Ja, es ist. Es ist so schön. Es ist so schön. Ich habe ein Gummibärchen gesehen in meiner Hosentasche und das habe ich mir schmecken lassen. Ja, meine Figur, ein Wunder der Natur. In die Abendstunden hinein. Die Strecke musste ich übrigens mal joggen. Da hatte ich vor ungefähr 5 Kilometern quasi in die gleiche Strecke gefahren. Das zweite Mal, dass ich eine lange Tour gemacht habe. Zum Gardasee bin ich da. Gibt es auch ein Video von. Und hatte hier irgendwo einen Platten. Wollte eigentlich zum Gardasee noch weiter. Aber habe es nicht geschafft. Und dann musste ich 21 Kilometer, weil ich hatte davor schon ungefähr 10 Platten. Hab all mein Platten-Flickzeug aufgebraucht und sogar so ein geschissenes Pannenspray. Und dann, ja, hatte ich nichts mehr.
Und dann musste ich joggen, das Fahrrad neben mir herschieben. Und hatte auch noch Zeitdruck, so ungefähr die Zeit. Nur im, ich meine, im März oder Anfang April. Das Problem war nur, dass ich bis um so und so viel Uhr da sein musste in dem Hotel, was ich mir dann schnell gebucht habe, damals noch mit kostenpflichtigem Roaming und so ein Zeug. Und ja, das war eher heftig. 21 Kilometer joggen nach 300 Kilometer Fahrradfahren. Schön. Der Typ. Ist auch noch nie von München mit dem Rad losgefahren und in Italien gelandet. An einem Tag. Premiere heute. Vor allem mit einem Rennrad, was ihm nicht gehört. Oh, krasser, krasser Typ. Lifehack. Mega. So Wahnsinn. Hier in Bozen ist schon einfach alles grün. Schau mal die Wisterie hier rechts an. Spinste. Es ist hier alles schon reif. Ich habe schon Feigenblätter gesehen. Feigenblätter! Und zwar richtig viele! Geht gerade noch durch Bozen, durch die nahezu leeren Straßen, bis wir dann auf dem Radweg sind. Der Radweg, der dann nach Meran führt. Er ist ja perfekt ausgebaut. Also einen besseren Radweg, glaube ich, gibt es nicht. So, Freunde, wir sind 12 Kilometer vor Meran, es neigt sich langsam dem Ende zu. Was man jetzt hier gar nicht so bemerkt, ist ein unfassbarer Wind. Und zwar vor allem Windböen. Und zwar kommen die vom Berg rechts und die ballern zum Teil so dermaßen gegen unsere Räder mit den wunderbar hohen Felgen, dass es uns mehrfach fast aufs Maul gelegt hat. Zumindest auf dem Radweg. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt komm. Erste Möglichkeit, also der Radweg da direkt an der Edge. Hier haben wir dann gedacht, beste Möglichkeit ist vielleicht, also wir konnten nur mit 10 km/h fahren oder so, weil es so krass war. Und dass es vielleicht recht direkt hinterm Berg einen Windschatten gibt. Stimmt auch. Die Böen sind deutlich schwächer und wir kommen ganz gut voran mit 24 km/h so circa. Und das ist okay. Ja. Genau. So, jetzt sind wir in Meran und jetzt geht's nur noch 230 Meter nach oben ins Finchgau rein. Und dann sind wir da.
wir essen gesagt? Ich habe Hunger. So, das ist jetzt mein Lieblingsbereich in ganz Meran, nämlich der öffentliche Kräutergarten. Der ist so wunderschön. Es ist so viel an Kräutern da, das ist so mega geil. Und überall blüht es und es summt und selbst ein geschissener Kirschlorbeer schaut mal nach irgendwas aus. Ja, wobei, eigentlich nicht. Da unten der Lavendel, ganz viele verschiedene Thymiansorten, Rosmarinarten. Es ist alles da und auch Kräuter, die man gar nicht so wirklich kennt. Richtig gut. Manchmal ein bisschen verwahrlost, habe ich das Gefühl. Aber es macht ja nichts, es ist ein bisschen wilder. Das ist mega gut. Ein paar Feigenbäume, die auch geile Früchte haben. Ein bisschen Schatten, den ich jetzt nicht so mag. Und viel Sonne.
Bergweg zur Bergburg auf dem Burgberg. Wird meine Oma sagen. So, dann gibt es jetzt das Banänchen. Schauen wir uns das einmal an. 320 plus 140 sind 460 Kilometer mitgeschleppt.